Heute ist ein lässiger Tag. Es geht endlich weiter mit dem Nickel Goldpopper. Jetzt kommen die kleinen Sachen, alles handmade. Ja. Ich habe eine verdammte scheisse Freude mit dem Gerät. Es ist doch schon, ich würde sagen, etwa ein halbes Jahr her, wo wir das letzte Mal etwas zeigen haben vom Nickel Goldpopper. Ihr seht, es sind ein bisschen Details sind gegangen. Natürlich auf den ersten Blick nicht erkennbar. Vielleicht schnell, was ist das? Was ist passiert bis jetzt? So, freudig teile ich euch mit. Ich starte das absolut lässigste Umbauprojekt in meiner Laufbahn. Die Grundidee ist folgende: tiefe Sitzhöhe, ich will Fußraster, ich will ganz spezielle Rädchen, ich will ganz spezielle Gabeln. Ich will ein ganzes eigenes Heck konstruieren. Die Ring, das ist eine Einzelanfertigung für mich mit 72 Speichen. Gibt natürlich einen Dreigangsachs drin, dann wird er vernickelt, komplett. Wenn ich natürlich mit solchen Sachen da zu den Röhrlibüger und zu den Leuten gehe, dann lachen die mich natürlich aus. Seriös! Das ist eigentlich jetzt das, wo eine Gabel braucht. Einigermaßen stimmt. Also es ist wirklich noch einiges zu tun. Darum würde ich sagen, fertig gelabert, fangen wir an, schweissen, schleifen und flexen. Folgender Plan: hier soll es eine Halterung geben, die dann fix verschweißt wird, da schön im Radius rein. Auf der linken Seite gibt es Fußraster, auf der rechten Seite kommt da die Fußbremse. Eine Aufnahme plus natürlich dann auch ein Fußraster. Jetzt machen wir da mal so eine lustige Six-Skizze, oder? Breite Aussen nehme ich jetzt bewusst von da hinten. Auf der rechten Seite haben wir die Aufnahme. Wenn man natürlich da hockt mit dem Fuß, sollte man natürlich am schönsten wäre es da aussen. Aber ich will natürlich die Fußbremse nicht da aussen montieren. Das schießt mich einfach an wegen der Optik. Das heisst, ich nehme da einfach mal etwas an, das einigermaßen schön aussieht noch. Also, das ist unsere Gesamtlänge. Gut, jetzt schauen wir schnell wegen dem Durchmesser. Ich würde jetzt da mal sagen, wir gehen da mal etwa auf 30. Das sind natürlich alles auch wieder Laserteile vom Salzgeber. Und ich kann euch so viel schon mal verraten. All die Teile, die ihr heute seht, also all die Halterungen da. Ich habe ja schon einige so Halterungen gemacht für Schutzbleche, verschiedene Dicken, Formen. Das Zeug, das wird alles bald im Ofenkult erhältlich sein, im Shop. So Grundlage, das ist natürlich etwas sehr Geiles, wenn man eine Fußbremse selber macht zum Beispiel. Da spart man halt einfach unheimlich viel Zeit mit so Zeugen. Oder man hat schon mal etwas zum Arbeiten. Die zum Beispiel habe ich in 3 Längen gemacht. Je nachdem natürlich, was wo passt. Und wie gesagt, die ganzen Halterungen, die man irgendwo anschweissen kann. Man sieht hier zum Beispiel die Schutzblechhalterung. Dann da hinten die Achsaufnahmen. Die gibt es auch natürlich, oder? Die gibt es einmal in 10,5 mm für Rücktritträdchen und einmal in 12 mm für die ganze Puchgeschichte und einfach für den 12x1-Achsen. Jetzt muss ich da natürlich etwas drehen, wo ich dann das ganze Gelenk kann draufstecken und mit der Mutter schön mit der Sicherungsmutter befestigen. Das schweiße ich dann daher, dann kann ich das draufstecken, anschrauben. Das machen wir so. Ab und Drehbank. Ich mache jetzt hier die Bronzebüchse. Ich bin ja ein absoluter Bronze-Fan. Die wird nachher fix in das Teil reingepresst, dass das natürlich ein schönes Gleitlager hat. Oder? Ist natürlich sehr, sehr geil, weil es ist spielfrei, aber Laufzeiten fein. Meine Aufgabe ist jetzt folgende. Ich drehe hier das Nöppel an, wo das Büchse dann drauf laufen kann. Mache ich hier eine Zentrumbohrung, dann kann ich nämlich das Ganze zwischen die Spitzen nehmen. Das sieht gar nicht so schlecht aus hier. Ich habe das Gefühl, das ist es. Ja. Das ist geil.
Das ist dezent, fein. Ich tue es natürlich noch schön runden. Das ist jetzt alles noch roh. Und die Fussraster kommen dann eben im gleichen Durchmesser. Denke ich, die drehen natürlich auch selber, das ist klar. Jetzt schaue ich aber, ob ich noch einen Stahl habe, um hier die Flächen zu runden. Dass es einfach noch ein bisschen mehr hermacht. Aber es ist geil. Und dann tue ich das bereits einmal reinpunkten, weil das ist ja ein Bestandteil vom Rahmen. Das wird hier fix verschweißt, schön im Bogen. Innen ein Nötchen, außen ein Nötchen. Und dann wird das natürlich mit dem Rahmen wird das noch lackiert. Mit dem Rahmen passiert ganz etwas Spezielles. Das ist bereits schon ein bisschen in Planung. Ich möchte natürlich noch nicht zu viel verraten. Und da ist so Details sind natürlich geil. Für diejenige Person, die dann damit ins Spiel kommt, ist es natürlich relativ aufwendig. Aber einfach kann jeder. Dann habe ich hier noch so ein kleines Schnäbel gedreht. Das ist von dem T-Stück, von dem Gelenk, die Aufnahme. Das Ganze, der Fußraster selber, Betätigung. Bremshebel, muss ich sagen, nicht Fußraster. Jetzt passt das natürlich alles seidenfein. Das habe ich noch ausgerieben. Das passt wunderbar. Das dreht. Das hier auch. Das ist immer wichtig, spielfrei, aber es muss sauber laufen. Jetzt fangen wir an. Und zwar würde ich sagen, da vorne. Jetzt wähle ich hier die Position aus, schweiß das mal auf einer Seite an und dann schaue ich noch mal schnell, ist das so gerade und von oben natürlich auch. Beide Achsen schnell anschauen. Wie viele Stunden hast du da schon reingesteckt? Ich würde schätzen, bis zur Fertigstellung Rolling Chassis 120 bis 150 Stunden. Nachher ist es natürlich auch noch sehr intensiv mit der ganzen Lackierung und so weiter. Es gibt dann sehr viel zu besprechen mit den Leuten, also wenn man alles zusammennimmt, würde ich das Projekt auf 300-350 Stunden schätzen. Jetzt muss ich natürlich hier die Gestänge machen. Das heisst, die Verbindung von hier zum Gelenk und vom Gelenk zum Rädchen hinteren. Das mache ich mit Chromstahlstängeln, 6 mm. Da hinten haben wir ein relativ langes Gewind, das mache ich etwa 60 lang, dass wir genau, wenn wir die Kette spannen müssen, dass wir genug Gewind haben, um das Ganze noch ein bisschen verstellen. Also, das ist jetzt die Position, etwa im 45 Grad Winkel, wenn ich den Fuß hier habe, dass ich den Ring rauf und das Ganze betätigen kann. Das schneiden wir jetzt mal schon zu Weg, machen die Gewind drauf und dann ist das nämlich schon lässig, dann ist das schon fast fertig. Jetzt mache ich hier auf beiden Seiten schnell Squimp, beim langen hinten 60 mm lang. Auf der anderen Seite natürlich nur so lang, dass es im Gelenk hinten schön verschraubt werden kann. So, jetzt sieht man hier schön, wieso dass ich das schnell andrehe. 6 mm kann man einfach eine Filiere draufmüllern, aber man hat gelernt natürlich auf 5,8 andrehen. Es gibt einfach keine scharfe Spitze, sondern es ist einfach seidenfein. Plus da hinten ein Gewindhinterstich, dass man einen schönen Auswurf hat vom Gewind. Das ist natürlich herrlich, wenn man ins Detail schaut und das Mütterl ist dran und hinten hat man einen wunderschönen Abschluss. Das ist einfach geil und darum mache ich mir den Aufwand. Also, Gestänge ist ready. Traumhaft. Ich habe hier natürlich eben noch das S reingebogen. Wegen dem Motor, das sehen wir jetzt gerade mit dem Gelenk zwischendrin. Ich liebe halt einfach das ganze Stängelzeug. Es ist ja sowieso bei dem ist alles rund, es ist einfach alles schön. Hier mit dem leichten Bogen, unten aufs Gelenk und dann schön in einer Linie hinten. Da hinten die ganzen Kleinteile, das kommt dann natürlich alles noch extra. Aber jetzt, um das mal alles anpassen, langt das feurig. Fußbremse gut, Fußraster, dass man auch noch etwas sieht, würde ich sagen. Fußraster lassen wir aus und gehen gerade direkt über zum Tank. Ich habe hier natürlich wieder so Halter, die ich machen kann, die ich zum Anschweissen habe, 3 mm. Hier bewusst so lang, dass ich halt einfach am Tank ein paar Pünktchen machen kann und nicht an einer Stelle irgendetwas kleben kann. Dass wirklich auf eine grosse Fläche verteilt ist, die ganze Kraft. Tank. Jetzt war das natürlich so gewesen, früher. Ist der Tank natürlich unten auf diesen Löchern befestigt worden. Da. Aber da ich ja oben dran den ganzen Gabelkopf und den Winkel und alles verändert habe, sieht man da, der Tank ist zu weit oben. Ich muss mit dem ganzen Tank weiter runter. Und ich finde es eh nicht schön, wenn das da so nahe ist. Darum habe ich da mal eine Markierung gemacht, etwa 2 Sante weg. Und dann kommen hier die Halteplättchen an den Rahmen her. Ich schneide jetzt hier schnell
zweimal ein M6 rein. Und dann tue ich die Lasche bereits schon mal daher schrauben. So, wie ich es nachher will. Dann habe ich jetzt hier die Halteplättchen. Die Kunststoffscheibe, weil ich montiere nachher, montiere ich das Ganze immer mit einer Kunststoffscheibe zwischen ihnen, wenn es Blechteile sind. Zusätzlich mache ich aber noch eine U-Scheibe drunter, weil die ganze Farbe, die hier noch drauf kommt, auf dem Rahmenteil, was ja nachher fix mit dem Rahmen verbunden ist, und auf dem Tank, darf man einfach nicht außer Acht lassen. Das ist wirklich extrem viel. Licht anziehen und dann mal anheben, das ist gar nicht so schlecht. Dann kann ich unten im Ecke jeweils ein Pünktchen geben. Einmal, hebt schon. Das sind jetzt zwei ganz, ganz kleine Pünktchen, aber das langt. Und jetzt sehen wir hier, jetzt kann ich den Tank kann ich jetzt da schön richten. Oder ich gebe mir jetzt oben und unten natürlich gleich viel Luft, das wäre etwa so. Ich jetzt hier ausmitte, mal ist nicht schlecht, das ist ziemlich gut. Jetzt kommt ein bisschen schwieriger. Und zwar die Geschichte hier. Oder jetzt muss ich da natürlich schauen, wie will ich das machen. Das soll ja auch möglichst schön sein, zum restlichen Stil passen. Das heisst, ich schweisse jetzt hier rein, auf beiden Seiten die langen Eiseli mit dem Langloch. Und hier bohre ich dann wahrscheinlich ein Loch und mache eine Gewindbüchse rein. Das ist jetzt eben heikel, wie verrückt. Jetzt geben wir da mal schnell ein. Ein Miniaturpünktchen, weil der wird natürlich dann auf der Innenseite wird er schön verschweißt. Aber ich muss ja die Position wissen. Eine habe ich bereits drin. Jetzt nehme ich das Ganze raus und schweiße die zweite anhand der ersten an. Jetzt haben wir die oben gepunktet. Jetzt sehe ich, der Tunnel ist natürlich so auch nicht gerade. Darum muss ich jetzt die halt leider ein bisschen richten. Problem. Jetzt ist da noch. So, also beide Halter sind dran, fix. Jetzt können wir das final ausrichten. Sattel sieht man da, habe ich natürlich ein Rohr mit einem gewissen Winkel oben dran. Den habe ich einfach einmal angenommen. Dann, wie man sieht, sind die ganzen Rahmenrohre sind ja oval. Mein Sattelrohr muss aber rund sein. Deshalb habe ich hier das Ganze ein bisschen zweigeklopft, also ein bisschen schön verjüngt, oben von oval zu rund. Und das wird natürlich dann erst mit Tick wird das verschweißt. Also jetzt könnte ich das noch ein bisschen drehen und rein, raus bewegen. Das ist natürlich ganz wichtig, weil die Sattelposition die muss wirklich perfekt passen. Die ganze Geschichte mit diesen Grundplatten, die gibt es ja auch im Ofenkult. Das habe ich auch mal, weil ich finde, die Sättel, die Tuck and Roll, finde ich affengeil. Sie sind brutal bequem, finde ich. Die sind wirklich geil, sind schön schlank. Am Anfang, wenn man es natürlich nur anschweißt, hat man erstens das Problem, dass der ganze Schaumstoff hinein anfängt zu brennen und verschmelzen. Und ist einfach viel zu weich. Oder? Also das kann man jetzt wirklich direkt da drauf setzen, unten anschweißen. Und dann hat man so eine ganz leichte Federung natürlich von dem 5mm Material und von dem dünneren, das wird etwa 2mm sein. Also ganz leicht kann sich das noch bewegen, aber es ist wirklich relativ fix. Ist natürlich wichtig, weil ich gehe mit dem Sattel da hinten immer sehr, sehr nahe ans Schutzblech her. Dann ist natürlich wichtig, wenn das frisch lackiert ist, dass man nicht dauernd am Schutzblech ansteht. Apropos Schutzblech, da sieht man jetzt, das steht natürlich voll an der Kette an. Ist aber für den Moment nicht weiter tragisch. Mal schauen, was das Kettenschloss ist. Da. Gut. So. Kette kann weg. Schutzblech hin. Das ist jetzt natürlich wichtig für den Sattel. Ich muss die aber noch schnell ein bisschen oval fräsen, dass ich auch ein bisschen spielen kann. Das ist immer wichtig. Jetzt kann ich das Ganze natürlich ein bisschen richten, oder? Das langt schon. Ich habe ein leichtes Spiel. Dann wieder Kunststoffscheiben. Die kommen hier oben natürlich auch zwischen rein. Das Rad ist jetzt ja relativ gerade drin, sehr gerade drin. Da unten kann ich es dann natürlich auch noch ein bisschen richten. Das sieht jetzt. Ja, genau. Jetzt zeichne ich hier ein Unterkant, hier Oberkant.
Dann die Position der Löcher. Weil da mache ich sowieso auch Langlöcher rein, ganz klar. Unheimlich wichtig, dass man da noch ganz leicht etwas verändern und einstellen kann. Aber nichtsdestotrotz, oder? Also, das haben wir jetzt mal angezeichnet. Aber wir waren eigentlich im Sattel. Und jetzt können wir das Ganze mal anschauen. Es ist noch relativ hoch, also ich könnte jetzt entweder könnte ich so weit hinterher gehen. Jetzt sehen wir, jetzt habe ich hier natürlich noch Handbreitluft. Aber ich glaube, ich lerne das, weil, wenn er so einen Spargeltarz hat, wie ich da drauf hockt, dann ist natürlich auch das 5mm Blech auf diesem Hebelarm hier natürlich auch nicht eine Betonplatte. Also, das heisst, er wird hinten immer noch leicht federn. Und lieber, ich habe hier einen Zentimeter mehr als zu wenig Luft. Also, jetzt tun wir das mal grob ausrichten. Das muss man wirklich noch nicht zu heftig, weil ich das noch drehen kann. Jetzt seht ihr, ich habe die Sattelstange, das kann ich immer noch bewegen. Das heisst, ich könnte auch noch ein bisschen raus. Das ist eben noch geil so. Fußraster bis Mitte Sattel. Tun wir jetzt mal schauen. Das habe ich natürlich vorab schon ein bisschen geschaut. Ich habe jetzt hier 65 bis daher, oder? Also, 65, 70 ist nicht schlecht. Wahrscheinlich habe ich für meinen Geschmack Knie noch etwas fest angewinkelt. Das Ganze Custom-Zeugs, da muss man halt immer noch ein bisschen Kompromisse gehen. Das heisst, entweder baut man es voll auf Porno-Optik oder man baut es auf absolut bequem und brauchbar. Aber das hier, das soll Priorität sein, die Optik. Oh, das ist natürlich so, es ist schon, es ist bequem. Es ist eigentlich wirklich bequem. Fühlt sich eigentlich wirklich sehr, sehr gut an. Das Einzige, was ich jetzt merke, ist die Fußbremse. Beim 77 Bomber ist das auch so, dass man den Fuß schnell ein bisschen lupfen muss, um einen Tag zu schnappen. Oder? Also, das ist nicht weiter tragisch. Nein, das lassen wir sein, weil ich da unten keinen grösseren, längeren Hebel. Einfach wegen der Optik. Und darum nehme ich das absolut in Kauf. Das ist noch etwas Wichtiges, das möchte ich noch schnell probieren. Verstrebung quasi, weil jetzt habe ich es nur in der Mitte angeschweißt. Das heisst, das ganze Heck, das macht noch. Das ist quasi wie ein Fischschwanz im Moment. Und jetzt mache ich hier die 6mm Platte rein und verstrebe die hier quasi auf die Länge. So. Ui. Bombastisch. Voll geil! Jetzt sieht man auch, wie ich das gemeint habe. Wir haben hier eine relativ breite Aufnahme. Dann haben wir hier zu daher noch eine Versteifung. Also, wenn ich diesen Punkt und auf der anderen Seite das Gleiche mache und die fix verschweisse, dann macht das da hinten keinen Wank mehr. Das mache ich hier unten und das mache ich hier oben. Und wenn diese zwei Sachen gemacht sind, dann habe ich das Heck natürlich 100% stabil. Und ihr macht jetzt, was ihr macht. Ich mache hier noch etwas weiter. Ich tue noch etwas drehen, schweissen, fräsen, ein bisschen Spur richten und so weiter. Ganz viele kleine Sachen, die für euch nicht so spannend sind, um jetzt zuzuschauen. Was aber spannend ist für euch, nächstes Mal beim Nickel Goldbobber ist das Rolling Chassis fertig. Lenker tun wir uns entscheiden. Schutzblech und her fix. Lampe, ganz ein geiles Thema. Und dann können wir hier schon bald einmal rollen mit dem Rolling Chassis. Also, ich würde sagen, bleibt dran. Ich habe eine verdammte Scheiss Freude an dem Gerät. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.